It's all about humanity. Moin meine Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Hier stelle ich euch jetzt mal kurz meinen Adventskalender vor. Jeden Tag um 18 Uhr, 24 Tage in Folge lang, bis zum 24. Dezember natürlich, wird es ein Adventskalender-Video geben. Die Bedingung, um daran teilzunehmen, wird sein, ihr müsst ein Like auf diesem Video lassen, ein Abo auf meinem Kanal und einen Kommentar mit Hashtag 1234, je nachdem, was für ein Türchen gerade aufgemacht wird. Die Auflösung wird immer im nachfolgenden Video bekannt gegeben, dann schaut einfach mal in die Kommentare rein. Ansonsten, was noch geplant ist in den Videos, wird sein, wir öffnen jeden Tag zum Beispiel 24 Truhen, ab 24 Sachen und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns loslegen. Nikolaus ist heute am Start mit Tag 6 im Adventskalender. Mal schauen, was es heute zu verlosen gibt. Heute gibt es einen Schrein von Robin, da ist ein 1-Tage-Aufhebepad enthalten. Natürlich wieder das gleiche Spielchen, Abo, Like und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, lasst uns loslegen mit der Live-Aufnahme. Heute habe ich 24 Razzador-Kisten für euch. Mal schauen, ob wir eine Pet-Bücherkiste oder sowas rausbekommen. Ich würde sagen, wir zappeln nicht lang und fangen direkt hier mal an. Elixier der Götter ist schon mal ein super Item. Für die Razzador-Truhen habe ich alle 6 K-Cards circa bezahlt gehabt. Bedeutet, wir haben so circa 1,4 Won dafür ausgegeben. Wenn wir jetzt so eine Pet-Bücherkiste da rauskriegen würden oder noch eine Flamme oder sowas, sind wir auf jeden Fall im Plus und mehr verlange ich gar nicht. Das ist eine Pet-Bücherkiste, die würde ich auch sogar öffnen, glaube ich. Ja, also das wäre noch nicht mal das Problem am Ende. Mithril haben wir rausbekommen. Davon haben wir ja schon ein Stack gekriegt gehabt. Farbstoff und so weiter. Alles nichts wert. Wir sind mittlerweile Level 24 schon. Das ist auch sehr, sehr nice. Ein Bücherdruck-Boost und so weiter können wir alles nicht gebrauchen. Das ist alles nichts wert. Und wir haben die Pet-Bücherkiste sogar gekriegt, die ich die ganze Zeit hier so angebettelt habe. Wunderschön, dann öffnen wir die gleich. Vielleicht kriegen wir sogar noch eine zweite. Das wäre verdammt sick. Und dann Mobjäger. Das würde ich absolut fühlen. Weißt du, 24 Kisten letztens aufgemacht und dann sowas, das wäre optimal. Und noch eine Flamme, das heißt, egal was jetzt passiert, wäre alles top. Mal schauen, was in der Pet-Bücherkiste drin ist. Wir haben ein Vampirbuch, naja, egal. Ich bin ansonsten trotzdem zufrieden. Die Flamme haben wir gekriegt, ein Elixier der Götter und somit sind wir eigentlich relativ neutral mit den Kisten. Und bei den DSS-Zahlen, naja, 30 DSS, sieht's auch nicht so rosig bis jetzt aus. Löwenschwerter, alles nichts dabei. Nein, da ist nichts dabei. Schade drum. Naja, Freunde, das war's mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.